Hey Leute und herzlich willkommen zurück zu Dark Souls 2. Wir sind nur noch im Dranglake geschlossen, dieser Raum hier, der ist sehr abstrakt. Ich habe keine Ahnung, wo die Gefälle herkommen. Wahrscheinlich irgendwie aus den Masken. Ja, und hier draußen geht es gleich munter weiter, wir werden beschossen. Und hier stehen zwei solche Ritter rum. Oh, zwei! Nein, es sind nicht zwei, es sind... Oh mein Gott. Okay. Aber das geht, ich meine, immerhin greifen nur zwei erstmal von denen an. Oh Gott. Oh, was ist das denn? Alter, was? Okay. Heilung, Heilung, Heilung. Na, nicht schön. Oh. Boah, da holt er raus und hat auf einmal so ein... Ja, genau sowas. So ein Blitzschwert, das ist so... Saiyans Rüstung, okay. Oh mein Gott, meine Heilung. Ich brauche mehr Energie. Ganz schön krass. Alter. Okay, das ist also der Clou hinter den Teilen. Dieser Blitzangriff ist krank. Der Rest geht. Na, okay. Gleich mal diese Rüstung anschauen. Boah, meine Güte. Raidens Kettenhemd. Saiyans Rüstung. Ja gut, die ist natürlich irgendwie deutlich schlechter, aber auch... Ja, gar nicht mal so deutlich einfacher. Naja. Replik der Rüstung des Königstreuen Ritters Saiyan oder Saiyan. Diese solide gefertigte Ausrüstung bietet hohen Schutz. Hohen Schutz. Saiyan war weit und breit bekannt, das kennen wir schon. Aber die sieht cool aus, ja, mit diesen... Ah, doch, das könnte optisch schon mal einer meiner Lieblingsrüstungen werden. Wobei die auch cool ist, das Dark Souls 1 hier. Cool. Sehr schön. Okay, wir bleiben dabei. Drüben ist noch was. Kann ich den irgendwie bewerfen hier mit Feuer? Ne, ich glaube, das wird nichts. Okay. Doofes Ding. Verflucht mich das Bild fast. Hier ist das ein Hinweis. Illusion voraus, ja. Oh Gott. Ganz schön krank. Aber genial. Ich wollte sagen, vielleicht steht dahinter ja einfach nur ein Fass, aber... Okay, wenigstens kommt es nicht durch die Mauern. Ja. Namenloser Thronräuber. Uah! Okay, komm, lass uns hier kämpfen. Wow. Freaky. Okay, der hat ein bisschen mehr Energie. Und verdammte Dolche, was mir Angst macht. Okay, Backstab lässt er sich auch nicht so gern. So, aber gute Schlagreihenfolge kann er auch nicht. Kann sich auch nicht widersetzen. Komm her. Ah, okay, gut. So schwerer als nicht. Juhu. Finstergeist von einer Thronräuber wurde besiegt. Namenloser Thronräuber. Könnte das nur gewesen sein? Er ist namenlos. Bin Scherz. Mich nicht. Vielleicht ja doch. Er hatte eine tiefere Bedeutung. So, mein Schöner. Es nervt. Okay. Aha. Will ich da jetzt rüber wegen dem Schatz oder will ich nach oben? Autsch. Das ist jetzt die Frage. Ja, am besten ich räume jetzt hier erstmal ein bisschen auf. Was mit euch beiden hier? Gut. Ich vertraue hier echt nichts. Ich habe immer Panik, dass die mich hier von hinten angreifen. Oh. Überall Spiegel.
Aber das da unten reizt mich ja. Das ist bestimmt was Cooles. Vielleicht, wenn wir hier irgendwie noch nie ein Leuchtfeuer finden. Oh Mann. Okay. Hier sind jetzt wieder diese Riesenritter. Was machen die denn im Heides Flammenturm? Gut, vielleicht wurden sie dort hin entsandt, bevor es alles zu spät war. Oh mein Gott. Ist das die Königin? Da würde es weitergehen. Ach Gott, ich kann da gar nicht hin. Ich will nicht weitergehen. Auf jeden Fall sitzt sie da. Also ich denke, es wird die Königin sein. Oder die neue Prinzessin. Also die Prinzessin, wer weiß. Denkt zwar eher die Königin. Aber okay. Also eigentlich würde ich es ja probieren, da runter zu springen. Das machen wir auch, wenn ich hier irgendwie mal Leuchtfeuer finde. Nö. Okay, der Leute noch nicht. Dann gucken wir uns doch das nochmal an. Vielleicht kommen wir dann irgendwie wieder hoch. Muss ja gehen. Wer dürfen wir auf einmal in der Sackgasse stecken? Auf jeden Fall ist da eine große Nebelwand und da habe ich Angst vor. Lebenstein. Okay. Können wir einfach runterfallen? Was nicht geht. Ja, Ummel, natürlich. Ah, okay, von hier vielleicht. Tötet uns das? Dann nehme ich lieber den Katzenring. Ah, was nehmen wir weg? Den hier mal kurz. Ah, na gut, Attacke. Okay, war jetzt nicht mega hoch. So, was haben wir denn? Die Seele eines tapferen Kriegers. Na, vielen Dank. Toll. Hier kommen wir wieder hoch. Hier geht es noch weiter runter. Okay. Sehr schön. Ah, hier ist der Typ von vorhin. Autsch, was machen die da unten? Ja, das bringt jetzt hier irgendwie nicht viel, oder? Toll, der hat das fallen lassen, aber das interessiert mich nicht. Wirklich nur wegen der Seele hier. Vielleicht irgendwas mit Feuer machen. Nö. Na gut, dann habt deinen Spaß da unten in der Suppe. Ich würde sagen, dann gehen wir zur Nebelwand. Also was anderes bleibt mir nicht über. Gut, ich könnte immer zu den Ruinenwächtern zurück, aber nein. Wenn wir sterben, versuche ich das nochmal. Dann kommen wir ja in dem Leuchtfeuer wieder raus. Ach man, kein gutes Gefühl. Wer hat das schon bei Nebelwänden, oder? Mache ich mich menschlich? Mache ich es nicht? Den Katzenring kann ich wieder absetzen. Noch was Cooleres für reinmachen. Der wird wahrscheinlich bei Bossen hier nichts nützen, der Ring. Versteinerungsresistenz, Hartstarring, körperliche Abwehr. Oder? Ach nee, dann lieber auf Angriff setzen. Ich will zu dir. Und irgendwie komme ich rüber. Hallo! Ach ja, ein bisschen Spaß muss sein. Ach, sonst würde ich hier schon anfangen zu heulen. Ah, sieht natürlich ziemlich genial aus. Wow. Okay. Mit 6700 Seelen, die uns nicht wirklich viel bringen, versuchen wir nun hier durchzustreiten. Wie viele Menschenbilder habe ich denn? Na, okay, komm. Ich will voll Energie. Das ist mir dann irgendwie doch lieber. 12 Menschenbilder sind mehr als genug. Los geht's. Ja, ich ahne Schlimmes. Ach, ehrlich jetzt. Nö. Was hat mich denn jetzt getroffen? Jetzt mal ganz im Ernst. Ah, okay. Aha, wenn der da oben bleibt, geht es vielleicht.
heilen. Hommel. Ah, schnell. Autsch, jetzt aber, los. Oh, ist das okay? Ja, ich muss auf das Ding da timen, was mich mal anschießt. Jetzt kann ich angreifen. Wow, jetzt kommt er runter. Verarschen? Mal heilen. Ja, natürlich kommt ihr dann angelaufen. Ein paar Feuerbälle vielleicht. Oh, ist das stark. Oh, was mache ich denn? Ist das genauso stark bei dir? Nee. Okay, der andere hat ein bisschen weniger Energie oder ist nicht ganz so resistent. Oh Gott. Oh, sehr schön, einer ist tot. Sehr schön, ach komm, dich kriegen wir. Sehr schön, und Geschichte. Oh, da muss man erstmal ruhig bleiben. Drachenreiterseele. Ach, schon wieder, die kriegt man das doppelt. Cool. Wow. Wir haben es geschafft. War ganz schön nervös. Gibt es denn irgendwas Feines? Das Gute ist ja wirklich anfangs, dass der oben steht. Ansonsten, naja, würde es auch gehen. Aber wie gesagt, man muss sich immer Geduld und Zeit nehmen für jeden Gegner. Ah, ein Leuchtfeuer. Ich bin ihm so dankbar hier. Wunderbar. Ich würde sagen, wir reden erst mit dem, bevor wir wieder mal zurück nach Majula gehen. Oh, well met, friend. Good to see you well. Yes, very good indeed. Okay, toll. Das nach all der langen Zeit, in dem wir uns nicht gesehen haben, sagst du mir nur das? I journeyed from the distant east to perfect my swordsmanship. A legend has it that powerful beings slumber in this land. This sword has been in my family for generations, and only a real man can wield it true. I may face any manner of man or beast, but none shall be a match for my sword. Ganz schön selbstsicher. This land is the right mess, eh? King's gone. The people of our mad glint in their eyes. The land itself is overrun by terrible beasts. No better place to test my sword, eh? This land is the right mess, eh? King's the land. Okay, kennen wir schon. No better place to test my sword. Bestens, okay, zwei Wege. Ich guck mal kurz. Ja, okay, mit Jula. natürlich ganz oben. Hier können wir jemanden rufen. Ist der Typ jetzt weg? Der war doch gerade weg, oder? Toll, da haut er einfach ab, ich fass es nicht. Ich wollte mal gucken, vielleicht kann ich ja das Schwert, was ich mir vom Vengar gekauft habe, von dem Kopf, vielleicht ein bisschen stärker machen. Ein Bonus von A finde ich mega. I knew you'd be. Waffen und Rüstung verstärken, genau. Geht nicht, ja, glitzerndes Titanit, wo kriegt man das denn gut her? Es ist schwierig. Wir gucken mal beim Schmied nach.
Ich hatte mir letzte Mal ein Let's Play angeschaut, mal kurz. Also, das war ein Part, wo ich schon längst eigentlich dann vorbei war. Und da hat er hier plötzlich gesagt, ich bin reich, ich bin reich. Also, der Händler hier. Man muss ihm wohl eine ganze Menge abkaufen dafür. I'm glad to see you safe. Ich hatte mal wieder irgendwas Spezielles für uns. Oh, guck mal hier, stimmt. Schmelzer-Dämon-Helm. Cool. Rüstung der Schmelzer-Dämonen in einer enormen Eisenmenge, der Leben eingehaucht wurde, bietet hohen Feuerschutz. Der alte Eisenkönig verfügte über große Erzreichtümer, doch er wurde verbrannt von einer Kreatur, die aus dem höllischen Tiefen der Erde emporstieg. Es war dann also der Schmelzer-Dämon, okay? Ja, hoher Feuerschutz. Das ist vielleicht gut für die Lava im Eisenschloss, vielleicht, um an die Schätze zu kommen. Ich weiß es nicht. Aber das ist echt gut zu wissen, dass man das hier so kaufen kann. 252 sind auch ziemlich gute Werte. Ein Bonus von A. Auf körperliche Abwehr. Ja, müsste man abwägen, ob man sich die kauft, ne? Mein lieber wäre mir jetzt erstmal ein Stufenaufstieg, denn ich denke mal, Havels Rüstung ist schon schwer zu toppen. Aber ich weiß nicht, wenn wir uns... Na gut, im Moment haben wir uns jetzt nicht mehr von ihm gekauft, also wird er wahrscheinlich trotzdem immer mal wieder neue Angebote haben. I considered returning to my... Ah, das kennen wir schon. Ey, bei der Katze waren wir auch schon lange nicht mehr. Ach Gott, ich habe schon ihren Namen vergessen. Nee, Leute, keine Ahnung. Well, you've grown quite a bit, haven't you? Sie kann sich an uns erinnern. Your scent is lovelier than it's ever been. Also, schätze ich mal. Why not trot along to the castle and meet the king? Long ago he smelled just like you. Interessant. Not so much anymore, though. He's quite rancid by now. But we cats love that. It's an acquired taste. Okay, Eide. Erben der Sonne, der blaue Pfad, Glockenhüter. Ja. Was? Guest der Fork. Ja, ist egal. Ich glaube mal 4 Eide und ich glaube es gibt 9. 5, 6, 7, 8. Ja, ich glaube das ist die ganze Spalte runter. Once, people tried to round up the undead and hide them away from the world. They thought that imprisoning the undead would solve the problem. They created a towering bastille to contain them, but in the end, it did no good. The lost sinner lives deep within the bastille. The fool. Trying to light the first flame. Aha. Also, eben dachte ich erst, sie meinen vielleicht das Untotenasyl des Dark Souls 1, aber wenn da jetzt die verlorene Sünderin drinne war, na gut, vielleicht war sie wie wir in Dark Souls 1 irgendwann auch einer, einfach ein Untoter, der das sein Glück versuchen wollte. Why do people try so hard to be beautiful? We cats are born beautiful, of course. The human ego. How many ugly iron castles has it erected? And they don't even see the folly of their ways. But that's what makes watching humankind so delightful. It reminds me of someone who lived long ago. A vainglorious liar who ended up hurling himself into the flames. Now he's Icarus Earth, if I'm not mistaken. Meinst du mit den Eisenkönig? Außerdem, Ormel braucht sich keine Mühe geben, hübsch auszusehen, das tut er auch so. Und ich glaube, ja, Shalqua, genau, ich wollte es gerade sagen. You've seen so heißt sie. Gaping hole here. Although he okay, das kenne ich schon. So, vielleicht irgendwelche neuen... Oh, it's like that. He coveted what he did not have, and... Ah, das ist, glaube ich, neu gewesen. What a curious conundrum. The writhing ruin keeps searching as we speak. Searching for its heart's desire. Okay, Gegenstand kaufen.
Flugkatzenstiefel. Oh mein Gott, sind das Katzen... Wirklich jetzt? Mit braunem Fell gefertigte Stiefel. Die Stiefel sollen absorbieren Erschütterungen und verringern den Fallschaden. Diese bei einer Feierlichkeit verwendeten Stiefel sind leicht und belastbar und halten warm. Verringert den Fallschaden. Das ist ja doof. Okay. Wunderbar. Sehr schön. Waren wir? Waren wir schon wieder in der Villa? Leute, ich muss noch mal gucken auch. Wenn es mir ein bisschen leid tut, wenn wir da schon waren, nachdem wir die ganzen Seelen benutzt hatten. Did you see the flame? Ja, okay. Kennen wir schon. Ach, gut, dann würde ich sagen, nichts wie weiter ins Schloss, oder? Okay, noch aufstufen, das darf ich natürlich nicht vergessen. Meine Güte. Zwei Drachenreiter. Nicht schlecht. Hast du vielleicht noch was Neues zu erzählen? I knew you. Ja. Everyone said. Ja, okay, kennen wir schon. Ah, Gegenstand kaufen. Ach, was Neues hat sie nicht. Nö. Nö. Okay. Lowly times. So. Bear. Seek. Ja, ja. Ach, mein Lieber, was machen wir denn? Belastung. Boah, jetzt. Nee. Jetzt fehlen uns wieder 1000 Seelen. Ah. Das ist echt böse. Aber hier nehmen wir die, denn sollte es doch reichen. Oh, die war ganz schön groß. Okay. Nein! Omel, was machst du denn? Wir wollen noch eine Stufe steigen. So, machen wir einfach nochmal Belastung. Wunderbar, und von den Restseelen noch ein paar Lebenssteine, dann können wir wieder zurück. Sie ist die Einzige, die nicht knickerig wird, wenn wir einfach abhauen. Alle anderen beschweren sich ja denn. Thank you, kind. Ja. Gucken, geht jetzt vielleicht schon was anderes? Ah, noch nicht ganz. Vielleicht noch zwei Stufen. Und dann können wir vielleicht sogar schon die Stulpen tragen. Wunderbar. Boah, wir haben edlen Knochenstaub. Ich glaube, den haben wir schon länger und ich habe ihn einfach noch nicht genommen. Sehr schön. Eine Kraft der Nähe ist verstärkt. So soll es sein. Na denn. Ich muss sagen, wir halten uns immer ziemlich lange in Majula auf. Mittleres Schloss von Dranglake. Das mittlere Schloss. Okay, da sind wir ungefähr bei der Hälfte. War mir jetzt schon zu viel. Aber ich fand das, dass ich mich letzte Mal nackt gemacht habe bei dieser Säure, die die ganze Ausrüstung zerfrisst, das war clever. Also hier scheint es irgendwie weiterzugehen. Hier scheinen viele Leute irgendwie sich anzubieten zum Rufen. Warte mal, da ist der Boss. Nee, letztes Mal war es hier. Egal, gehe ich runter, gehe ich hoch. Ich gehe erstmal nach links, weil da ja eigentlich die Königin war. Hoffe ich. Okay. Eine Leiter. Aha. Okay. Kann ich nicht dran ziehen. Schade eigentlich. Ruhig bleiben. Ja. Mach ich doch immer. Lalalalalalalala. Oh Gott. Ich sehe nichts, aber es scheint ziemlich weit hoch zu gehen. Ah, na okay, gut. Das ist noch zu verschmerzen. Oh Mann, ich glaube, das ist irgendwie... Ist das wieder optional? Ja. Nein! Oh nein! Lalalala. Okay. Na schön. Ah, vielleicht geht das hier, ja? Das ist
sieht auf jeden Fall nicht so krank aus wie bei den Wächtern. Ich höre hinter mir was, ich sag's doch. Ja, ich brauche mehr Ausdauer. Ich will nicht sterben. Oh Gott. Also ich nehme mal an, dass das die Golems sind, von denen die Rede war. Die irgendwie aus den Riesen erschaffen wurden oder so ähnlich. Und die können wohl irgendwie Seelen aufnehmen. Vielleicht gibt es ja auch noch lebende Golems. So. Die sind so schwerfällig, die Teile hier. Die hätten auch gut ins Eisenschloss gepasst. Da seht ihr das? Nehmen die Seelen auf und dann leuchtet es schön. Und dann bewegen sie sich. Ah, schaut mal. Aber bringt das was? Wow, ist das lang. Oder dreht sich das nur, ist das wie eine Art Schraube? Nee. Tatsächlich, ist ein Aufzug. Wow. Okay. Das fährt immer noch runter. Jetzt ist es vorbei. Okay, Truhen. Viele Blutspuren. Nicht schön. Hammer des alten Ritters. Ist ja Hammer. Okay. Hier ist auch alles okay. Kaiserglocke, Seelengroßschwert? Meine Güte. Hammer des alten... Ah! Na klar, hier dieser Riesen... Das ist ja cool. Nett. Können wir sogar führen. Stärke von 30. Irgendwas hat man noch bekommen. Ein Schild war es nicht. Können wir Havels Schild tragen? Nein. 45 Stärke, okay. Zauber war es noch, glaube ich. Oh, großer Blitzspeer. Sehr schön. Warte mal, jetzt bin ich irgendwie ein bisschen verwirrt. Ach, da ist es. Seelengroßschwert. Aha, okay, gut, kann ich leider nicht ausprobieren, weil wir sind ja kein Magier. Irgendwas war es doch noch. Das weiß ich gerade irgendwie nicht. Bogen oder sowas? Ach, hier eine Glocke, ne? Ja, Kaiserglocke. Heilige von den Tränen, von der Tränengöttin Kaiser gesegnete Glocke. Ein Beschleuniger für Hexereien. Kann nicht zum Wirken von Wundern verwendet werden. Kaiser, die Tränengöttin, ist als mitleidsvolles Wesen bekannt, das uns in tragischen Zeiten beisteht. Manche sind aber überzeugt, dass sie eine Dämonin ist, die uns ins Unglück führt. Okay. Auch ganz nett. Oh, ich würde sagen, gucken wir hier mal weiter. Ich glaube. Ich glaube, hier lauert nämlich der Tod. Oh, 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 oh. Okay. Ich würde sagen, beim nächsten Mal, Leute. Keine Lust, in diese Halle zu gehen. Stell dir vor, die ganzen Mastodone fangen an, sich zu bewegen. Sind wir am Arsch. Ja, Leute, ich hoffe natürlich, irgendwas hat euch gefallen. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Play Dark Souls 2. Bis dann.